Abgeordneter Erwin Anger. Erwin Angerer ist seit 13 Jahren freiheitlicher Bürgermeister von Mühldorf in Kärnten. Das liegt westlich von Spital an der Drau. Dort gibt es genau 1000 Einwohner. Man soll auch als Oppositionspolitiker mal was Positives sagen. Ich möchte daher mit etwas Positivem beginnen. Ich begrüße die Initiative der freiheitlichen Frauen aus dem Bezirk Schärding recht herzlich bei uns im Namen von Hermann Brückel und die Abordnung aus meinem Heimatbezirk von den Freiheitlichen Bezirk Spital an der Drau. Aber jetzt vielleicht zum Budget. Und Herr Vizekanzler, es ist zwar der Herr Finanzminister heute nicht da, aber man könnte es vielleicht so zusammenfassen. Die großmundigen Ankündigungen des Herrn Finanzministers sind in der Realität der schwarz-roten Stillstandspolitik angekommen. Und mehr braucht man eigentlich zum Budget nicht sagen. Und wenn ich mir Ihr Budget anschaue im Bereich Wirtschaft und darin lese, jetzt nehme ich das Wirkungsziel 1 heraus, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft mit Fokus auf KMU, also sprich Klein- und Mittelbetriebe und Tourismusunternehmen, dann kann ich das wirklich nicht ernst nehmen. Und ich werde Ihnen jetzt ein paar Beispiele zeigen, zwei ganz schöne Beispiele. Eines aus der heutigen Tageszeitung, das wir im letzten Jahr schon sehr thematisiert haben, das Thema der Sparvereine und wie sie damit unsere Wirte schädigen. Und heute haben wir wieder eine Schlagzeile, hunderte Sparvereine sperren zu, sie schädigen damit die Wirtschaft, sie schädigen die KMUs, sie schädigen die Tourismusbetriebe. Und dann fragt die Sparvereinsobfrau Heidi Rauball, warum tut uns das alles ausgerechnet das ÖVP-geführte Finanzministerium an? Frau Rauwald, ich kann Ihnen eine Antwort geben, falls Sie zuhören. Das hat nur den Anschein, dass die Herren da hinter mir auf der Regierungsbank sitzen. Die schweben. Die haben die Haftung zum Boden verloren. Die haben die Haftung zum Boden der Realität verloren. Die haben abgehoben. Und ich sage Ihnen aber jetzt auch was Positives, um wieder zum Herrn Obernostal zurückzukommen. Wir brauchen es nur mal einige Monate aushalten, denn dann haben Sie die Möglichkeit, dass Sie das Kreuz an der Stelle sitzen, dass die Herren hinausschweben aus diesem Raum. Und am 4. Dezember haben Sie schon erstmals die Möglichkeit, einen kleinen Wink zu setzen. Und zweiter Punkt noch, Herr Vizekanzler, ich kann es Ihnen auch nicht ersparen. Sie waren vor circa 2 Monaten in meiner Gemeinde auf Besuch bei der Eröffnung eines Kraftwerkes. Und ich habe Sie gebeten, bis heute leider keine Antwort erhalten. Ich habe Sie gebeten, dass Sie sich das Thema anschauen, der Resekbahn, eine touristische Anlage des Verbundes. Damals, vor 2 Monaten, Sie haben gesagt, Sie werden es sich anschauen. Ich habe Ihnen vor einem Monat einen Brief geschrieben und Sie um einen Termin gebeten. Sie haben mir bis heute keinen Termin gegeben. Jetzt nehme ich mich nicht so wichtig, aber Herr Vizekanzler, ich vertrete als Bürgermeister meine Bürger meiner Gemeinde. Sie sollten als Vizekanzler die Interessen der österreichischen Bevölkerung und vor allem der Wirtschaft als Wirtschaftsminister vertreten. Und nichts anderes würde ich mir wünschen. Und deshalb ersuche ich Sie, und da oben sitzt einer von diesen Wirten, die betroffen sind, der Huber Walter, der hinten oben betreibt und der von dieser Einstellung dieser Bahn betroffen ist. Und der Verbund macht im Jahr 200 Millionen Euro Gewinn. Diese Bahn kostet im Jahr dem Verbund vielleicht 300.000 Euro. Und jetzt will sich der Verbund, und Sie sind dort der Eigentümervertreter, aus dieser touristischen Anlage verabschieden, obwohl es zu seinen Zielen auch gehört, den Tourismus innerhalb des Verbundes zu fördern. Und das ist eine Sauerei. Und das ist ein Schlag gegen eine Region, die heute schon mit Abwanderung kämpft, die heute schon eine der höchsten Arbeitslosenzahlen im Bezirk in Österreich hat, mit unserem Bezirk. Und dort schädigen Sie und widersprechen eigentlich Ihren eigenen Zielen als Unternehmer, als Eigentümervertreter innerhalb des Verbundes, dass Sie dort eine touristische Anlage aufrechterhalten. Also Herr Minister, ich kann Sie nur noch einmal ersuchen, vielleicht sehen Sie sich die Sache wirklich an. Danke.